Moinsen, Schneunsen, Leute, und willkommen in der nächsten Folge Let's Play Minecraft. Wir, oder ihr möchtet vielleicht jetzt wissen, warum willst du nicht so bekannt sein wie Psy mit Gangnam Style? Den Grund ist einfach, man möchte halt für seine Person bekannt sein, ne? Dass die jetzt sagen, ey, du bist doch der Tobi oder so, ne? Und nicht so, ach, du bist doch der vom Shader Mod oder von Gangnam Style. Das finde ich halt irgendwie nicht so cool. Und dann ist jetzt mein Wunsch, dass man da mal ein bisschen in die Community reinkommt, und dann ist das halt, ja, ist okay. Nee, ist ein großes Thema, merkt ihr, glaube ich, auch schon. Normal hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr weiter aufgenommen. Aber da kann man so schön drüber reden. Und ich finde, viele labern da irgendein... Ich meine, man kann jetzt die Meinung von anderen nicht ausschlagen. Weil ich finde, viele labern da gar nicht so ehrlich drüber. Weil jetzt... Wie machen wir das denn hier? Nee, weil viele sagen so... ja, wenn man gute Videos macht, ist alles von alleine. Ich meine, dann kommt auch am Anfang jetzt das Zeug zu dir, ne? Aber... Es kommt nicht alles so viel, ne? Weil wie sollen denn überhaupt Leute auf deinen Kanal kommen? Wenn du... Warte, so. Wenn du bloß, ja, die kommen gar nicht auf deinen Kanal. Und da musst du irgendwie ja die Chance bieten, auf deinen Kanal zu kommen. Und das geht halt nur, indem andere Leute dich zeigen oder mit dir Videos machen. Weil, früher ging das zum Beispiel noch, ja, da gab es von diesem Zeug gar keine Videos und dann mache ich da Videos drüber. Und wenn das Leute sehen wollten, landen die bei dir, zack. Das war damals, glaube ich, mit Gronkh auch so, der war mit einer der ersten Let's Player und da war das halt alles neu. Boah, geil, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Ja, ist doch schön. Petery. Und, ja, dann kommt das halt von alleine, aber heutzutage geht das gar nicht mehr. Man sieht ja, da kommen welche aus dem Boden geschossen, ungespielt war das damals. Kam jetzt aus dem Boden geschossen, hat 50.000 Abonnenten. Das wäre doch nie im Leben, wenn er alleine seinen Kanal geführt hätte, passiert. Und da denke ich mir immer so, ja, man hätte das selbst ja eigentlich auch schon gern, ne? Aber irgendwie dann sich da in den Arsch zu kriechen, ist wieder nicht richtig. Da soll man dann gucken, yo, finde ich den denn cool? Oder nicht? Ja. Und man macht ja eigentlich im Real Life, da gibt es ja auch halt auch beliebtere und unbeliebtere Leute, ist ja eigentlich... Muss man auch nicht groß drum reden, ist einfach so, ne? Aber man sagt ja, jeder Mensch ist gleich viel wert, aber ist ja alles eigentlich wert für sich, den Wert an sich ist ja eigentlich bei jedem Menschen gleich, also ist bei jedem gleich. Aber dann halt die sozialen Stellungen und so, ne? Ist aber auch noch mal ein anderes Thema. Und da... Okay, ich glaube, wir bauen erstmal die nächste Zeile, Dingens. Und dann denkt man sich so, boah, der hat ja 30.000 Abonnenten. Mit dem will ich unbedingt was machen. Und dann blendest du das vielleicht sogar aus, wenn der ein Assi ist. Wenn der, ja, kann eigentlich schon mal vorkommen. Aber dann, finde ich, soll man selbst dazu stehen und sagen, yo, du bist ein Penner. Ja, so muss man jetzt nicht so sagen. Ich meine, oder du hältst, oder du machst einfach nicht mehr viel mit dem, ne? Weil wenn man sich nicht versteht, ist eigentlich alles nicht so schön. Weil schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Ja, okay. So. Eigentlich könnte man hier mal ohne zu zocken aus so ein Let's Talk machen. Ist auch eine lustige Sache, ne? Nee, aber auf jeden Fall. Treppenstufen. Haben wir nicht gerade welche gebaut? What the fuck? Bats. Oh, gleich sterben wir noch. Nee, und ich komme immer so vom Thema, aber ich lerne noch. Ich lerne noch. Boah, die Musik ist gerade laut, oder? So. Und haben wir noch was zu essen? What the fuck? Bitte in der Truhe. Ah, oho, hier haben wir noch einiges. Nehme ich erstmal das. So. Genau, man möchte das. Ja, ich möchte jetzt nicht. Warte, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, genau. Man soll dann sagen: Ja, dich mag ich nicht. Und man soll dann nicht immer weitermachen.
Halt alles für den Machen, dem so richtig in den Arsch kriechen, ist zwar ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ist im Endeffekt wirklich so, ne? Weil irgendwie dann denkt er, fühlt derjenige sich geschmeichelt, ach, der ist doch voll nett und so. Aber jetzt dann, wenn er dann, jetzt überlegt euch mal, hätte der 0 Abonnenten, macht gar kein YouTube, würdet ihr da noch was mit dem zu tun haben wollen? Ja, also so einen kleinen Push gibt das natürlich immer, wenn der viele Abonnenten hat, weil dann, ja, möchte man einfach mal mit dem was zu tun haben, ist eigentlich eine coole Sache. Ich meine, manche YouTuber, mit denen will ich mich einfach gerne mal unterhalten, weil ich finde, die sind cool drauf und so, aber man kommt halt schwer an die ran. Und wenn man, da ist dann ja halt immer so ein, weiß nicht, irgend so eine Magie hinein. Wir sind nicht schwul, nein. ist halt irgendwas und dann, das merkt man auch, wenn man sich gut versteht und so. Und dann kommt es eigentlich so von allein, dann, ja, was auch immer. Auf jeden Fall will ich damit sagen, man soll nicht das einfach nur aus, ich finde, da fängt dann die Abo-Geilheit an, so ein bisschen. Aber eigentlich auch nicht, weil jeder hat gerne Abonnenten. Das ist immer schwer zu definieren, also irgendwie Abo-Geilheit direkt, finde ich, gibt es in dem Sinn gar nicht so extrem. Musik wieder lauter. Nicht so laut. Moment. So. Ich meine, jeder hat da seine eigene Meinung, aber ich bin ja hier, um euch meine Meinung mitzuteilen. Und in meiner Sicht, okay, ich muss unten bauen, gibt's das gar nicht so extrem wirklich? Ja. Ja, also ist echt schwer schon darüber zu reden und dann gar nicht selber Abo-geil rüberzukommen. Oder was auch immer, ne? Well, Abo-geil, ja, gibt's ja gar nicht. Ja. Okay. Okay, aber das eigentliche Thema war ja, dass ich viele Abonnenten bekommen habe. Aber das ist jetzt gar nicht mehr so. Ich bekomme jetzt im Verhältnis ziemlich wenig Abonnenten dazu. Ich weiß nicht, am Tag, im Durchschnitt waren das jetzt 7 oder so. Ich meine, für einen kleinen YouTuber ist es ja voll viel. Ich habe mich früher über jeden einzelnen Abonnenten, boah, ich habe einen Abonnenten am Tag bekommen, wie geil. Und jetzt ist es eigentlich enttäuschend, wenn du nur einen bekommst. Ja, und da würde ich mir halt wünschen, dass da mal wieder ein bisschen Anzug kommt, habe ich auch auf Facebook mal gepostet. Ich möchte mal gucken, dass ich hier mal mit ein paar anderen Leuten mal was mache und so. Oder jetzt nicht nur wegen dem Zeug und so, weil ich finde, YouTuber sind unter sich, oder alle, die meine Videos guckt, sind innerlich ein bisschen wie ich, theoretisch gesehen. Weil, zum Beispiel bei mir in der Klasse spielt eigentlich bisschen, also jetzt nicht so richtig Minecraft oder so, oder alle, die YouTube machen und viel YouTube gucken, und die meisten, die dann mit mir in Kontakt treten, machen das ja auch, die sind ja im Kopf ähnlich und dann versteht man sich eigentlich von Grund auf schon, ne? Weil man dieselben Interessen hat und ich meine jetzt nicht alles, aber die größte Interesse, weshalb man ja was zusammen macht, ist ja Zocken von Minecraft und da hat man halt die größte Leidenschaft dann drin und YouTube-Videos, kann man sich schön über YouTube unterhalten und über so ein Zeug und dann stimmt das, das passt einfach, finde ich, ne? Und ja, dann versteht man sich eigentlich von selber, also das ist auch das Ding, eigentlich alle YouTuber können miteinander was machen, wenn sie den anderen respektieren und sich nicht für was Besseres halten. Ja, so ist es eigentlich. Und deshalb finde ich, ist es gar nicht so mit Arschkriechen so extrem, weil man versteht sich ja einfach, ne? Und wenn man sich versteht, warum sollte ich jetzt mit wem together machen, der einfach nur scheiße ist? Also so von Grund auf ein Penner. Ich meine, es gibt, das ist so krass, ne? Guck mal, zum Beispiel jetzt hier im echten Leben denke ich, boah, was ist das denn für ein Assi? Aber der hat ja auch seine Kontakte und seine Freunde und so, ne? Warte, ich muss mal im Real stunden. Okay. Ja. Der hat auch seine Freunde. Das heißt, er ist vom Verhalten her zu euch Assi. Aber das heißt ja nicht, dass die Person Assi ist. Und wir müssen, oh, scheiße. Bisschen mal was brennen. Stell mal die Öfen auf. Hier hinten ist unsere Küche. Ja. Das heißt, er ist vom Verhalten her Assi, ne?
Das sagt aber nicht, dass die Person an sich assi ist, sondern dass einfach nur das Verhalten assi ist. Und jeder Mensch kann eigentlich freundlich sein. Und da finde ich es manchmal schade, dass man zu seinen Mitmenschen dann nicht freundlich ist. Zum Beispiel jetzt, blödes Beispiel, also es klingt vielleicht ein bisschen rassistisch, aber es sind meistens die Türken. Ich meine, wenn du zu einem Türken sagst, ey, du bist voll der Türke, dann regt er sich ja schon auf. Na, eigentlich. Ist meistens so. Was hast du gesagt? Wie hast du mich genannt? Oder so, ne? Kennt ihr bestimmt. Und ja, wir müssen jetzt eben warten, bis es brennt. Hm. Genau, und dann... ja, da verachtet er sich ja eigentlich selber, ne? Weil er seine Herkunft dann... Ey, du bist Türke. Ja, okay, wenn zu mir einer sagt, du bist ein Deutscher. Ja, schön, bin ich, ne? Danke, dass du das so siehst. Bin ich stolz drauf. Nein, auf jeden Fall, die verachten sich selber und dann in der Gruppe haben die meistens ein großes Maul und... Aber unter sich sind die ja natürlich wieder freundlich zueinander und nicht aggressiv und was auch immer, ne? Das wollte ich damit eigentlich nur mal als Beispiel sagen. Also Together-Partner passt eigentlich bei jedem YouTuber, scheißegal. Auch wenn man sich nicht kennt, man schwebt halt auf derselben Wellenlänge so halb, ne? Genau. Und ich weiß nicht, gefällt euch das so, wenn ich darüber laber oder mögt ihr das nicht so? Weil ich meine, wir kommen jetzt hier aber auch nicht groß weiter bei dem Haus, aber das dauert halt seine Zeit. So, okay. Gleich müssen wir uns dann eventuell wieder Silk Touch bauen. Genau. Und dann, finde ich es halt schön, wenn man da mit den Leuten in Kontakt treten kann und die das auch akzeptieren, jemanden Neues kennenzulernen, dann, kann man natürlich auch ein Together machen. Eigentlich. Jetzt mal grob gesagt, ne? Also ich möchte jetzt ja... Ja, ich meine... Auch einfach so sich mal, ich finde das cool, wenn man sich mit anderen YouTubern unterhält und den vorher geguckt hat oder immer noch guckt und dann kann man mit der Person, die man aus dem Video kennt, in echt reden. Das ist eigentlich eine coole Sache, finde ich. Ja, also für mich ist das irgendwie immer was Besonderes, wenn man wen trifft. Bei wem war das denn jetzt so am krassesten? Na, weiß ich gar nicht. Einmal habe ich ja mit Dena gesprochen. Und das war, ich meine, da ist man schon ein bisschen aufgeregt und ich finde, das ist ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob das berechtigt ist, weil die sagen dann ja immer, ja, ich bin doch auch nur ein Mensch, ich trinke genauso Wasser wie ihr, ich kann nicht ohne aufs Klo gehen leben. Und irgendwie, man stellt sich das so vor, boah, voll der Promi und so. Aber im Endeffekt stimmt das ja eigentlich, was sie sagen. Aber ich finde, man sieht das anders. Und dann, also das fand ich auch ziemlich geil, dass er das überhaupt gemacht hat. Und... Ja. Auf jeden Fall, das war schon mal ziemlich cool. Also das Coolste, was man da eigentlich so... Also vom Ding her, ne, was man, wenn man einen aus dem Video kennt und dann ist es das Coolste für mich bisher gewesen, mit Dena mal zu reden. Aber ansonsten, ja, groß ist das noch nicht passiert. Vielleicht, ich habe jetzt einmal bei einem Battle mitgemacht und dann mit den anderen größeren, aber ich finde... Wenn man privat mit denen redet, ist das was anderes als in so einer etwas größeren Konfi. Weil da wird man ja gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass man da ist und so. Viele Leben verloren. Viel muss nicht mehr, ne? Ich habe gar nicht mehr einen Blick, wie lange wir aufnehmen. Oh, what the fuck. Okay, hier haben wir erstmal wieder ausreichend Cleanstone. Genau, und ja, das ist... Ich finde, da kann man ziemlich gut drüber reden. Einfach jetzt. Einfach so. Mal auf Anhieb. Hier noch eben. So. Ja. Und mein Wunsch im Endeffekt ist dann halt, wenn... ich war ja, weiß nicht, in der letzten Folge, aber ja, ich bin jetzt in der Position mit 2400 Abonnenten. Oder vielleicht... Ja, ich vergesse immer Treppen zu machen. Bin ich an der Position. Und... Dann ist es ja eigentlich blöd, wenn man sagt, yo, setze ich mich auf meinen fetten Arsch, mach gar nichts mehr, habe ich die Leute, ne? Das ist ja eigentlich falsch, man soll ja immer weitermachen und sich neue Ziele setzen. Damals hatte ich das Ziel, mal 1000 Abonnenten zu bekommen. Das war schon krass, als ich von der dreistelligen auf die vierstellige Zahl gekommen bin. Also, das war schon mal so ein Gefühl, ne? Also irgendwie 999, ja, ist okay, ist nicht so viel. Aber dann die
als ich dann die 1000 hatte, also das, da habe ich mich schon innerlich ziemlich cool, ziemlich heftig gefreut. Kann ich mal ehrlich jetzt so sagen. Ist es denn nicht irgendwie möglich, hier das Holz richtig hinzusetzen? Nee, auf jeden Fall muss man ja auch weitermachen, ne? Weil wenn man nicht weitermacht, warum sollte man dann überhaupt was machen? Weil wenn man sich keine Ziele setzt, kann man auch nichts erreichen. Grob gesagt. Wenn man so in den Tag reinlebt und sagt, mal schauen, was passiert. Ja. Und so. Kann man nichts schaffen. Ups. Aber wenn man dann... Ich habe mir jetzt als großes nächstes Ziel gesetzt, ist aber noch um Längen weg, ne? Mal 10.000 Abonnenten zu haben, das ist wieder so eine Stufe, wo man schon sagen kann, yo, das habe ich geschafft. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal erreiche. Aber wenn man, das meine ich jetzt ja mit dem Schnellwachsen. Am Anfang war das bei mir vielleicht, aber Pixcrafter ist auch ein gutes Beispiel. Mit dem habe ich, als er 600 Abonnenten oder 700 hatte und ich 1.200 oder so, ich weiß es nicht mehr. Ist wahrscheinlich falsch. Jetzt hat Pixcrafter fast 8.000 oder mittlerweile schon 8.000 Abonnenten. Und ich halt das Vierfache fast von mir, ne? Das Vierfache, müsst ihr euch mal überlegen. Und dann kann man nicht sagen, ich habe schnell viele Abonnenten bekommen. Und sowas, da denkt man sich halt, damals habe ich dann gedacht, ja, boah, dem gönnt man es doch eigentlich. Aber eigentlich ist er an sich ja eine echt nette Person. Und soll man es den Leuten gönnen? Irgendwann kriegt man es vielleicht auch oder so. Und ja. Ich meine, soll man zufrieden sein mit dem, was man hat? Man sieht das gar nicht mehr so. Früher freut man sich über jedes einzelne Kommentar, was man bekommen hat. Was soll ich denn jetzt hier? Und jetzt sehe ich so, als ich im Urlaub war, hatte ich auf der Hütte manchmal Internet oder eigentlich immer Internet oder häufig Internet, wenn es nicht überlastet war. Ach so. Ah, wir sind fertig. Wir sind fertig. Jetzt nur noch das oben drauf und dann. Ah, nee, ups. Wir müssen hier noch. Nee, und dann habe ich so geguckt. Ich finde es immer schön, Kommentare zu lesen, aber ich beantworte die dann ja auch immer. Und dann war schon ziemlich viel Arbeit, da jetzt die meisten zu beantworten. Aber man sieht jetzt gar nicht mehr, wie viel das ist. Überleg mal, 40 Daumen nach oben bei einem Let's Play von Minecraft. Und soll man eigentlich auch mal sehen. Aber ich finde, dann ist man an der Position und dann will man einfach mehr. Ne? Der Mensch ist eigentlich auch an sich gierig und kriegt nie genug eigentlich. Und, ja, da wünscht man sich dann halt noch ein bisschen mehr. Ja, weil die ganze Community wächst ja an sich und so weiter. Ja. Und dann, ja, könnt ihr euch eigentlich weiter die Geschichte schreiben. Nee, und dann, ich weiß gar nicht, wann die Folge vorbei ist. Egal, wir machen einfach mal gucken, vielleicht wird sie sogar länger. Ich weiß nicht, wollen wir das Thema mal abschließen? Also im Endeffekt kann man sagen, dass es... Die Community an sich ist schön, wenn man da überhaupt mal reinkommen kann. Weil ich meine, es gibt manchmal Ausnahmen, die dann irgendwie dann überhaupt nicht passen und einfach nur am Nerven sind. Aber vielleicht nimmt man das selber nur so wahr. Weil, ich weiß es nicht, ja. Manche Leute nerven mich, manche nicht. Und manche die Leute, die mich nerven, nerven andere vielleicht nicht. Ist immer so und... ja, das sind dann die verschiedenen Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen. Und ja. Also mein Wunsch zum Abschluss von dem Thema ist, ich würde gern mal in die Minecraft-Community, also in die auf YouTube, in die relativ große reinrutschen. Würde ich mich echt drüber freuen. Und ja. Damit mit dem neuen Lied, da springen wir zurück. Und dann könnt ihr in der nächsten Folge rein. Bis zur nächsten Folge und wie immer danke fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, euch gefällt das, dass ich hier so lange am Haus bauen bin und das so schön mache, wenn es schön ist. Und nächste Folge geht es dann weiter mit dem Hausbau. Vielleicht können wir das Haus fertigstellen. Und dann habe ich schon gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich habe es jetzt nochmal gesagt, vielleicht. Und dann, Thema ist abgeschlossen und in der nächsten Folge fangen wir dann frisch an. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.